Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Ghetto Blaster Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Ghetto Blaster Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Blaupunkt BT1000. Der Blaupunkt Ghetto Blaster BT1000 verfügt über zwei 25 Watt Lautsprecher, die laut Produktbeschreibung einen vollständigen Ton liefern sollen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Lieder per Bluetooth von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Laptop zu streamen. Sie können Ihre Musikdokumente im MP3-Stil über den USB-Anschluss und auch über den AUX-In-Anschluss abspielen. Die Schalteanordnung ist so gestaltet, dass Sie das Tool je nach Hersteller mit Leichtigkeit bedienen können. Der LC-Bildschirm zeigt alle Einstellungen, die Sie vorgenommen haben. Die Bedienung ist ergonomisch geformt und gummiert, sodass sie nach Angaben des Herstellers angenehm in der Hand liegt. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Rikatec BR1980. Die Ghetto-Pistole von Rikatec Public Relations 1980 mit den Abmessungen von 35,5 x 11 x 14 cm und einem Gewicht von 1,9 kg hat einen klassischen Stil im Stil der 80er Jahre. Sie haben die Möglichkeit, Kassetten abzuspielen oder auf das Radio zu achten. Das Rikatec-Gerät verfügt über einen USB-Anschluss und auch über einen SD-Kartenanschluss für die elektronische Wiedergabe Ihrer Musik. Mit der Aufnahmefunktion können Sie nicht nur Lieder aus dem Radio auf eine Kassette speichern, sondern dank des integrierten Mikrofons auch Ihre eigene Stimme auf Videoband aufnehmen. Auf Platz 3 haben wir die Gepo Brooklyn 80er. Die Gepo Brooklyn 80er Jahre Design Boombox ist ein Design für alle Anhänger schöner Erinnerungen. Sie ist im Design der 80er Jahre erhältlich, ist aber mit der Innovation des 21. Jahrhunderts ausgestattet. Sie verfügt sowohl über einen CD-Spieler als auch über ein Kassettendeck mit Aufnahmefunktion sowie über einen elektronischen Bandzähler. Außerdem verfügt es über FM, DAB und Bitplus Radioempfang. Externe Gadgets wie Smart Device, Apple iPhone, Tablet, Computer oder Laptop können über Bluetooth drahtlos mit dem Gerät verbunden werden. Umzug auf Nummer 2 haben wir die AEG SR4359. Der Ghetto Blaster AEG SR4359 verfügt über eine Bluetooth-Funktion mit einer Reichweite von rund 15 Metern. Damit können Sie ein intelligentes Gerät, einen Tablet-Computer oder ein anderes Bluetooth-fähiges Werkzeug drahtlos mit dem Gerät verbinden, um Ihre Musikdateien oder Ihr Netzradio zu bewegen. Darüber hinaus unterstützt die Ghetto-Pistole die Stile CD, CD-R, CD-AW und MP3. Das Gadget verfügt über USB, einen SD-Kartenanschluss, einen AUX-In sowie einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss als Verbindungsarten. Der Ghetto Blaster von AEG versorgt Sie beim Radioempfang mit einem PLL-Stereoempfänger, der laut AEG einen exzellenten Stereoton liefern soll. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Auna Sound Blaster. Der Auna Sound Blaster im Ghetto Blaster liefert einen CD-Player, der CDs, CDRs und CDRWs im WAV und auch MP3-Layout abspielt. Das Gerät verfügt zusätzlich über USB- und SD-Anschlüsse, sodass sowohl Flash-Laufwerke als auch SD-Karten als zusätzliche Audioquellen genutzt werden können. Sie haben die Möglichkeit, Wiedergabelisten für alle Medien zu entwickeln, unter denen Sie 20 Tracks von Audio-CDs und 99 Tracks von MP3-Quellen konservieren können. Es gibt einen Deal mit auf dem Tool für den einfachen Transport. Die Abmessungen der Audiopistole betragen 48 x 20 x 20 cm und sind mit 3,2 kg zu bewerten. Das Tool ist laut Anbieter intuitiv bedienbar und verfügt in der Mitte über ein LCD-Display, auf dem alle Einstellungen angezeigt werden. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen.